Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr an der Übersicht seht, habe ich mich mal kurz entschlossen, etwas Neues zu machen. Anstatt Tutorial-Matheaufgaben habe ich das einmal umbenannt in Leistungskurs Mathe, damit schon aus der Überschrift hervorgeht, dass die Aufgaben, die ich hier verkünde, nicht gerade in einen Grundkurs gehören. Natürlich sind auch Grundkursleute ganz herzlich willkommen, um ihren Horizont zu erweitern. Aber im Prinzip von dem Schwierigkeitsgrad her sind es doch eher Aufgaben, die in einer Leistungskursklausur gestellt werden. Hier seht ihr eine Übersicht der, na, wie heißt es, der Videos, die ich schon gemacht habe. Ich habe, glaube ich, dazu auch eine andere Übersicht, die habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, das macht nichts. Die blende ich dann beim nächsten Mal wieder ein. Da stehen dann die Funktionen etwas genauer drauf. Ich scrolle einmal runter. Wir sind inzwischen bei Leistungskurs Mathe 41. Ich wollte euch heute einmal etwas über Grenzwerte erzählen. Ja, auf geht's. Grenzwerte. Ihr wisst natürlich, Grenzwerte ist immer so eine Sache für sich, kommt in jeder Aufgabe vor und manchmal weiß man als Schüler, als Schülerin nie so richtig, was man eigentlich machen soll. Ich habe mal hier ganz willkürlich einen monströsen Bruch herausgesucht und ich möchte gerne wissen, Grenzwert für x gegen 0. Jetzt gibt es erstmal ganz easy zwei Möglichkeiten. Man nimmt sich einen der vielen Funktionsplotter, die im Netz sind, gibt den Funktionsterm oben ein, lässt sich die Funktion zeichnen und kann dann die Grenzwerte im Prinzip ablesen. Das ist manchmal nicht immer so einfach. Manchmal ist die Zeichnung auch recht ungenau. Manchmal muss man in die Zeichnung hineinzoomen, um da genau herauszukriegen, wohin geht jetzt der Graph. Also das ist schon mit Ungenauigkeiten behaftet. Die zweite Möglichkeit, die man hat, um einen groben Überblick zu kriegen, ist mit dem Taschenrechner. Klar, man gibt Zahlen ein, 0,1, 0,01, 0,001 oder lässt sich zu diesem Term eine Wertetabelle machen. Wenn man einen guten Taschenrechner hat, dann kommt das Ergebnis, das man aus der Tabelle ablesen kann, schon dem richtigen Ergebnis sehr nahe, aber es ist immer noch mit Ungenauigkeiten behaftet. Wenn man jetzt so etwas ausrechnen will, dann braucht man die Regeln von L'Hôpital, von Marquis de L'Hôpital, einem französischen Mathematiker. Weiß ich jetzt nicht auswendig, habe ich rausgesucht, 1663 bis 1704. Und bevor ich euch jetzt hier die Birne voll labere, erkläre ich euch das an einigen Beispielen. Wir nehmen uns diese Aufgabe hier und frech wie wir sind, wir setzen x gleich 0 einfach ein. Ihr seht, ich habe das Limes weggelassen, weil ich das jetzt einsetze. Dann steht da 1 minus e hoch 0 durch e hoch 0 minus 1. Das ergibt einen Ausdruck 0 durch 0. Man nennt das in der Mathematik einen unbestimmten Ausdruck der Form 0 durch 0. Und grob gesprochen, die Regeln von L'Hôpital lauten nun, wenn man einen solchen Ausdruck 0 durch 0 als Grenzwert hat, dann darf man das machen, was hier im zweiten Schritt steht. Und das ist eine wahnsinnig erstaunliche Klamotte. Man darf nämlich anstatt des Grenzwertes f von x durch g von x, das habe ich mal so benannt, Achtung, L'Hôpital, darf man den Grenzwert von f' von x durch g' von x machen. Ich habe das früher in meiner Schulzeit immer mit der Quotientenregel für Funktionen verwechselt, hat absolut damit nichts zu tun. Man rechnet einfach die Ableitung dieser Funktion aus. Die habe ich hier hingeschrieben. 1 minus e hoch 2x abgeleitet, gibt 0 minus 2 mal e hoch 2x und jetzt wechsle ich einmal die Farbe und man rechnet die Ableitung dieser Nennerfunktion aus, e hoch x minus 1 gibt abgeleitet e hoch x. Das heißt, L'Hôpital, anstatt Funktion durch Funktion, rechne ich den Grenzwert von Ableitung durch Ableitung. Für den Fall ganz wichtig, dass man am Anfang einen unbestimmten Ausdruck der Form 0 durch 0 rausbekommt. Wenn ich das jetzt einsetze, habe ich hier unten gemacht, x gleich 0 einsetzen, gibt 0 minus 2 mal e hoch 0 durch e hoch 0, gibt minus 2 durch 1 gleich minus 2. Also ist der Grenzwert dieses Ausdrucks hier minus 2. Ist das nicht klasse? Machen wir das an einem anderen Beispiel. Nee, ich habe erstmal eine Bemerkung zu, entschuldigt. Bemerkung.
Was ist mit einem unbestimmten Ausdruck gemeint? Unbestimmte Ausdrücke sind hier Ausdrücke, bei denen sich solch ein Rechenterm ergibt, oder Anführungszeichen ein Rechenterm, 0 durch 0 oder unendlich durch unendlich. Wichtig bei den Regeln von de L'Hôpital, anstatt x gegen x0 ist auch x gegen plus unendlich oder x gegen minus unendlich zugelassen. Die Regel lautet grob, ich betone grob, ganz wichtig, der Grenzwert für x gegen x0 von einer Funktion f durch eine Funktion g ist unter gewissen Voraussetzungen das gleiche, als wenn ich den Grenzwert für x gegen x0 von f' durch g' ausrechne. Ich möchte hier betonen, auf die exakten Voraussetzungen, was muss ich für die Funktionen f und g fordern, und auf einen exakten Beweis, wie beweise ich das exakt, möchte ich hier ausdrücklich verzichten, steht bestimmt schon 5000 Mal im Netz. Wer es ganz genau haben will, guckt bei Wikipedia nach, da ist das super toll erklärt, super mathematisch, möchte ich auch hier nicht machen. Hier geht es ganz konkret um die Anwendung für die Schule, also um das Ausrechnen von Grenzwerten. Das mache ich jetzt nochmal. Beispiel. Limes x gegen unendlich von x durch e hoch x. Wenn ich x gegen unendlich einsetze, kriege ich unendlich durch unendlich raus. E hoch unendlich ist wieder unendlich. Also habe ich einen unbestimmten Ausdruck der Form x durch x. Ich darf also, wenn ich solch einen Ausdruck habe, erstmal die Regeln von de L'Hôpital anwenden und gucken, ob mich das weiterbringt. Das bedeutet, der Grenzwert von einer Funktion f durch eine Funktion g ist genau das gleiche wie der gleiche Grenzwert von der Ableitung von f, das ist 1, und der Ableitung von e hoch x ist wieder e hoch x, und ihr seht, 1 durch e hoch x, e hoch x wird immer größer und dann wird 1 durch immer kleiner, der Grenzwert ist 0. Ist doch schön. Zweites Beispiel, der Grenzwert von x² durch e hoch x für x gegen unendlich. Setze ich das ein, kriege ich raus unendlich hoch 2 durch e hoch unendlich, ist also ein unbestimmter Ausdruck der Form unendlich durch unendlich, also wende ich de L'Hôpital an. Jetzt schaut ihr hier mal bitte hin. Ihr seht, der Grenzwert von x² durch e hoch x ist nach de L'Hôpital, Ableitung von x² 2x, Ableitung von e hoch x ist e hoch x. Und wenn ich jetzt hier x einsetze, habe ich wieder unendlich durch unendlich raus, also wende ich de L'Hôpital nochmal an. Das steht hier. Das ist ein Zeichnen-Bug in dem Programm. 2x abgeleitet gibt 2, e hoch x abgeleitet gibt e hoch x, und jetzt kriege ich raus den Grenzwert 0. Nächstes Beispiel, schon schwieriger. Der Grenzwert für x gegen 0 von 1 durch x mal 1 minus e hoch x. Wenn ich das jetzt einsetze, kriege ich 1 durch 0 heraus. Da habe ich mich böse vertan. Wo ist mein Farbpinsel? Eins durch 0 wird ja gemeinhin als unendlich gesetzt. Ich kriege also unendlich mal 0. Da habe ich ein Ups hingeschrieben. De L'Hôpital darf nicht erstmal nicht angewandt werden, weil ich weder einen unbestimmten Ausdruck der Form 0 durch 0 habe, noch unendlich durch unendlich. Ich helfe mir jetzt mit einem Trick. Und zwar fange ich an, diesen Ausdruck, den Ausgangsausdruck, umzuwandeln. Ich mache nämlich aus dem Produkt einen Quotienten, indem ich das x einfach in den Nenner schreibe. Wenn ich jetzt x einsetze, seht ihr, 1 minus e hoch 0 durch 0 gibt 0 durch 0, und ich habe einen unbestimmten Ausdruck und ich darf de L'Hôpital anwenden. Das mache ich hier. Die Ableitung von 1 minus e hoch x ist minus e hoch x. Die Ableitung von x ist 1. Und der Grenzwert von 0 minus e hoch x durch 1 ist 0 minus 1 durch 1 ist minus 1. Ich finde das schick. Viertes Beispiel. Der Grenzwert von, jetzt wird schwierig, 2 durch 1 minus x² minus 1 durch 1 minus x. Setze ich das jetzt schon ein,
kriege ich 2 durch 0 unendlich minus 1 durch 0 unendlich minus unendlich. Wenn ich jetzt sage, das ist 0, den muss ich böse enttäuschen. Diese Subtraktion, die hier steht, ist nur für reellwertige Zahlen definiert, aber nicht für solche undefinierten Symbole. Also dieses Minuszeichen mit diesen Symbolen, das darf ich eigentlich gar nicht schreiben, das ist nicht definiert, also kann man, ist das auf jeden Fall kein unbestimmter Ausdruck. Ich muss zur Trickkiste greifen. Ihr seht, dass ich diesen Ausdruck hier erstmal umforme, so wie ich das eben gemacht habe. Ich bringe das erstmal auf einen Hauptnenner. Der Hauptnenner ist hier 1 minus x mal 1 plus x, weil ich das hier faktorisieren kann. Also das hier kann ich faktorisieren. Und dann bleibt da stehen 2 minus 1 mal, den rechten Bruch hier muss ich erweitern mit 1 plus x. Und wenn ich 2 minus 1 mal 1 plus x rechne, kriege ich 1 minus x raus. Das könnte ich kürzen, mache ich aber erstmal nicht, sondern ich setze x gleich 1 ein und erhalte als Grenzwert 0 durch 0. Das heißt, ich darf D'Hôpital anwenden. Könnte ich das mal irgendwie größer machen? Ja. Das mache ich mal. Ich nehme also diesen Ausdruck. Den habe ich hier. Hierher. Ihr seht, ich habe das erst umgewandelt. Jetzt bin ich hier. Da habe ich das Limes zwischengequetscht, habe ich vergessen. Ich darf jetzt D'Hôpital anwenden, die Ableitung von 1 minus x ist minus 1 und von 1 minus 2x ist minus 2x. Und wenn ich jetzt x gleich 1 einsetze, dann erhalte ich als Grenzwert 1,5. Hätte ich natürlich auch hier schon machen können, indem ich durch 1 minus x kürze oder mit 1 minus x kürze. X ist ja ungleich 1 bei Limes x gegen 1, aber ich wollte es einmal ausführlich vormachen. Eine wunderschöne Anwendung ist etwas, was ihr vielleicht schon oft in der Schule gehört habt, und zwar, was ist eigentlich stärker, so als Funktion, x hoch n oder e hoch x? Jetzt müssen wir uns einmal darüber unterhalten, dass an dieser Stelle dieses x hoch n jetzt nicht n gleich 50 ist oder n gleich 1000, sondern so eine richtig große Zahl. Also sagen wir mal, wir vergrößern die Zahlen etwas leicht. 10 hoch 1 Million hoch 1 Million. Das ist jetzt ein bisschen größer, aber im Vergleich mit n gegen unendlich immer noch geringfügig klein. Was kann ich euch denn mal? Wir nehmen mal an, n gleich 1, was soll n gleich 1 sein? N gleich 1 ist die Zeitspanne, in der ein Spatz, der zum Mount Everest fliegt und dort seinen Schnabel wetzt, die Zeitspanne, die er braucht, bis er den ganzen Mount Everest abgewetzt hat. Das soll einmal die Zeitspanne 1 sein. Und jetzt nehmen wir zu dieser Zeitspanne 1 Million hoch 1 Billiarde hoch 1 Trilliarde. Das ist schon eine etwas größere Zahl. Also, jetzt habe ich philosophiert. Was ist stärker, x hoch n oder e hoch x? Dazu betrachten wir den Grenzwert der Limes von x hoch n durch e hoch x für n gegen unendlich. Man sieht sofort, es ist ein unbestimmter Ausdruck der Form unendlich durch unendlich. Also wenden wir darauf D'Hôpital an. Wende ich einmal D'Hôpital an, kriege ich n mal x hoch n plus 1 durch e hoch x. Wieder unendlich durch unendlich. Ich wende noch einmal D'Hôpital an. Dann kriege ich raus n mal n plus 1 mal x hoch n minus 2 durch e hoch x. Wieder unendlich. Ich wende zum dritten Mal D'Hôpital an. N mal n minus 1 mal n minus 2 mal x hoch n minus 3 muss das heißen. Boah, ist das hässlich. Entschuldigt. Und so weiter und so weiter. Das kann ich machen bis hier oben x hoch n minus 1, n minus 2, n minus 3. Irgendwann steht da n x hoch 3,
x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1 und ich kriege hier unten n mal n minus 1 mal n minus 2, ich kriege n Fakultät raus. Also irgendwann erhalte ich Limes n Fakultät durch e hoch x. N Fakultät durch e hoch x, da bleibt das n Fakultät stehen, das ist fest. E hoch x geht gegen unendlich, weil sich ja nur das x hier bewegt. Das n ist ja fest. Und deshalb ist der Grenzwert 0. Das heißt, bei diesem Ausdruck siegt die E-Funktion. Sie siegt. Deshalb bezeichnet man die E-Funktion auch als Potenzfunktionen-Killer. Die E-Funktion killt jede Potenzfunktion. Das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das mal sich anzuhören, die Regeln von de L'Hôpital. Da kann man richtig mit angeben, besonders hier mit dem letzten Beispiel. Ich möchte aber nicht angeben, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Wer bekannte, Verwandte, Freundin oder Freund hat, die Latein lernen wollen, der kann meine Videos Tutorial Lateinnachhilfe auf YouTube sich anschauen. Sie sind inzwischen recht erfolgreich geworden. Ansonsten bitte ich euch, wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich auf jeden Fall weiter. Wenn ihr es ganz schrecklich fandet, verschweigt, dass es mich gibt. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.